Moin Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch unterwegs mit Stefan auf Lost Place Tour. Wir befinden uns mittlerweile im Ausland und jetzt hier vor einem alten, verlassenen, riesigen Betonklotz, was früher mal ein Kloster war. Zwischenzeitlich war es dann irgendwie Internat, Schulungsgebäude, zuletzt meine ich Studentenwohnheim oder sowas, also hatte einige Funktionen noch Jahre später. Aber mittlerweile steht das Ding seit ungefähr 10 Jahren leer, laut den Infos, die ich so gefunden habe. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an und schauen mal, was sich hinter diesen riesigen Betonmauern hier verbirgt. Ja, man sieht es ja, einige Scheiben auch schon zerstört. Also man sieht, dass es schon jahrelang leer steht. Hier steht noch ein altes Auto, abgemeldet. Ansonsten viele Infos zum Gebäude haben wir nicht. Es hat auf jeden Fall schon mal gebrannt, das wissen wir. Und es gab wohl in der Vergangenheit ein paar Besitzerwechsel. Ja, und scheinbar steht jetzt in den Sternen, was mit dem Gebäude passieren soll. Ich meine, da unten ist die Straße. Alle Zugänge zum Gebäude sind frei. Du kannst einfach drauf spazieren. Und wie ihr seht, es gibt auch schon einiges an Vandalismus. Die Scheiben sind eingeworfen. Ja, und augenscheinlich sieht man auf jeden Fall, dass sich aktiv zumindest niemand mehr um dieses riesige Gebäude hier kümmert. Es ist auch schon super zugewachsen hier alles. Überall Dorngestrüpp. Wie gesagt, das komplette Inventar liegt hier schon draußen, Matratzen und so weiter und so fort. Aber Wahnsinn, es hat irgendwie sowas richtig, so ein Zukunfts-, sowas Futuristisches irgendwie, oder? Hier aus so einem Film, das Gebäude. Wir sind jetzt hier auf so einer Art Vordach. Und hier kannst du richtig schön in den Innenhof reingucken. Auch schon alle Stühle, Tische verwüstet. Da hat jemand mal ein Feuer gemacht. Lagerfeuer. Alles zugewuchert, komplett. Aber was ist das bitte für ein Gebäude? Sieht wirklich aus wie aus einem Film. Also hier hat sich auf jeden Fall mal jemand bequem gemacht. Das ist auf jeden Fall nach meinem Geschmack. Ich denke mal, dass das hier das Bettenhaus gewesen ist damals, da wo es auch schon gebrannt hat. Aber ihr seht es ja, auch alles schon eingeschlagen hier. Überall Inventar runtergeschmissen. Also es wirkt auf jeden Fall so, als hätte man das Gebäude hier aufgegeben. Ist ja auch immer die Frage, was macht man damit? Was willst du hieraus noch machen? So viel zerstört, kaputt gemacht. Dann ist es auch nur noch ein ziemlich großes und altes Gebäude. Und da brauchst du schon ein gutes Konzept, damit das hier wieder funktioniert. So, durch die alte Garage, die hier sperrangelweit offen steht, sowie das Auto, was auch komplett offen steht, wo ich mich frage, wer lässt das Auto zurück? Geht jetzt auf jeden Fall rein ins alte Kloster. Das ist halt verrückt, finde ich. Wer lässt dieses Auto denn einfach zurück? Das muss ja fluchtartig verlassen worden sein, schon fast dann, weil es halt äußerlich gar nicht mal schlecht aussieht. Ein altes Fahrrad liegt hier auch noch direkt, Einkaufswagen. Also sieht auf den ersten Blick so aus, als hätte hier irgendwie jemand mal Diebesgut abgestellt. Also zumindest das Fahrrad hier. Weil wenn das zuletzt ein Studentenwohnheim war, naja, ich glaube, dass damit kein Student mehr rumfährt. Ja, Abstellkammer hier unten, ein paar Stühle, Tische. Das sind so typische Schultische. Ist halt alles schon wirklich extremst beschmiert hier, ne? Steht hier auf Englisch Fitness Room. Ist ein alter Wäschewagen. Guck mal, die Fenster sind auch so komisch zugehangen hier. Als hätte hier vielleicht noch mal irgendwie jemand später drin gehaust. Die steht hier einfach mal so. Wer macht denn sowas? Hier steht eine Riesenheizung. Wir sind hier in einem großen, lichtdurchfluteten Gang. Riesige Fenster. Und es hat alles schon wirklich so den Stil von so einem alten Kloster, ne?
Das ist alles so ein bisschen altbacken irgendwie. Es ist schon irgendwie anders als so alle anderen Gebäude, die man bisher gesehen hat. In so einem verlassenen Kloster war ich nämlich wirklich auch noch nie. Kleiner Speisesaal. Halt alles schon ziemlich leer geräumt. Aber hier wurde gegessen. Und hier sind tatsächlich sogar noch Möbel drin. Weißt du, was ich sehr erstaunlich finde? Wie jemand diesen, wie wunderbar, in welchem Balanceakt jemand diesen Stuhl hier drauf gestapelt hat. Also dafür meinen Respekt. Also das Ding ist, ich meine, ihr habt es ja schon vielleicht ein bisschen gesehen. Dieses Gebäude ist riesig. Dementsprechend müssen wir jetzt irgendwie erstmal einen kleinen Überblick kriegen. Hier geht eine Treppe hoch, da geht ein Gang lang, hier geht noch eine Treppe hoch. Es ist alles super unübersichtlich und super verwinkelt. Hier wird aber doch schon ordentlich rumrandaliert und gesprüht. Hier ist nochmal so ein riesiger Saal bzw. Zwischenraum. Ich denke mal, zu den Seiten weg ging es zu den Klassenzimmern oder Konferenzräumen. Kennt man ja irgendwie so noch aus Schulzeiten. Und ich muss jetzt ehrlich zugeben, weil ich noch nie in einem Kloster war. Ein Kloster ist doch eine Art Schule, oder? Nur eben für Geistige. Alles halt wahrscheinlich ein bisschen strenger und religiöser, ne? Ja, das ist ein alter Klassenraum. Ein ziemlich großer und schöner. Oder Konferenzsaal, wie auch immer. Hier stehen tatsächlich noch irgendwelche alten Geräte. Kabel. Wahnsinn. Ich meine, auf der einen Seite ist so viel besprüht, hier auch Feuerlöscher schon entleert und alles durchwühlt. Und auf der anderen Seite sind dann trotzdem noch zumindest sehr, sehr viele Möbel und Inventar drin. Hier auch, guck mal, hier stehen ja sogar noch Ordner an den Regalen. Also dieses Gebäude wirft mal wieder einige Fragen auf. Hier sind Nudeln. Und zwar sogar die guten Fusilli. Apfelmus? Wer frisst denn Nudeln mit Apfelmus? Hä? Der ist noch nicht so alt. Hä? Was zum Teufel ist hier los, Leute? Hier liegt ein angebissenes Croissant, was noch nicht vergammelt ist. Großer Konferenzsaal. Aber hier sind wieder Betten. Das würde wieder darauf deuten, dass es vielleicht doch mal ein Flüchtlingsheim war. Zumindest zeitlang. Da stehen auch noch Mikrowellen. Es ist komisch irgendwie. Es ist alles in einem gefühlt. Es wirkt halt auf der einen Seite alles gar nicht so alt. Mit den Graffitis und dem Vandalismus wirkt es dann doch irgendwie ein bisschen älter. Zumindest, dass sich auf jeden Fall jahrelang keiner mehr drum kümmert. Steht alles offen, Scheiben sind eingeschmissen und trotzdem ist es irgendwie noch zum Teil so ordentlich. Sehr komisch. Und irgendjemand verspeist hier Nudeln und Croissants. Das kann auf jeden Fall noch nicht so lange her sein. Also ich sag jetzt mittlerweile definitiv letzte Nutzung Flüchtlingsunterkunft, weil hier steht auch nochmal auf Englisch Office. Hier ist so ein sehr, sehr billiger improvisierter Schrank, der einfach nur zusammengesteckt wird aus Plastik. Und hier ist auch noch eine Matratze drin. Hättet ihr vielleicht mal irgendwie so ein Sicherheitsbeamter oder sowas drin? Ja, zumindest genächtigt. Also wer auch immer hier zuletzt drin war und was das war. Hier hat jemand auf jeden Fall ein bisschen Sport getrieben, würde ich sagen. Hier ist einfach aus einem Besenstiel und zwei großen Steinen so eine Hantel improvisiert worden. Kann man machen. Ah, hier ist alles leer und zerklappt. Ah,
Das sind auf jeden Fall Internatzimmer, oder? Ja. Hier sind große Betten, wie so kleine, jo, ja, eigene Zimmer halt. Waschbecken, Kleiderschrank, Schreibtisch und einen kleinen Kühlschrank noch. Später noch anders nachgenutzt wurde. Die wurden irgendwann mal alle abgeschraubt. Aber man sieht es ja in der Wand. Vielleicht war hier irgendwie auch noch so eine Art Kapelle drin oder sowas. Hier die Umrisse. Und dann haben sie die irgendwann mal abgeschraubt. Aber hing alles voll damit. Hier geht's ja noch weiter. Dann würde es mich nicht wundern, wenn das jetzt die Kapelle ist, Leute. Nee, nicht ganz. Aber es sieht trotzdem interessant aus. Hier geht's ins Auditorium. Okay, und das ist wirklich spannend. Das ist so ein Vorlesungssaal, ne? Ja. Das kenne ich so nur aus Filmen. Ja, ich auch. Ich habe nie irgendwie eine Universität besucht. Ich auch nicht. Da war ich immer zu dumm für. Deswegen bin ich aufmerksam geworden. Das ist Hammer. Nichts beschädigt. Das ist krass. Das ist echt krass. Das habe ich vor allem noch nie auch in einem Lost Place gesehen. Aber wie cool ist das? Vor allem in was für einem guten Zustand noch. Bis auf die Graffitis. Jeder Stuhl noch an seinem Platz. Jeder Tisch noch an seinem Platz. Wahnsinn, ey. Leider. Also wir haben die Kirche gefunden, die Kapelle. Aber hier wurde leider absolut respektlos schon wieder rumgesprüht. Weshalb man das eigentlich schon fast nicht zeigen kann. Was mal wieder super traurig ist. Irgendwelche politischen Zeichen, die weder hier noch irgendwo anders hingehören. Aber wir sind in der Kapelle, Leute. Ich würde mal sagen, das ist die schönste verlassene Kapelle, die ich je gesehen habe. Hier hängen sogar noch die Kronleuchter, alle Bänke und wirklich absolut alles noch drin. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und wie soll es auch anders sein? Auch hier haben irgendwelche Leute wieder ihr Unwesen getrieben. Hier sind drei Stühle aufgebaut, als hätte sich da mal jemand draufgesetzt, unter die Leiter. Also das ist irgendwie schon ziemlich krank. Oder was meint ihr? Jetzt mal abgesehen von diesen absolut dämlichen Graffitis. Wie hammerschön ist bitte diese Kapelle. Die Wände, wie das alles gemacht ist hier. Du hast überall so Lichtstrahlen, die reinkommen durch so kleine Schlitze. Über der Jesusfigur auch noch so ein Lichteinfall von oben durch Fenster. Das ist so super schön, das Ding. Wahnsinn. Also Leute, super spannende Location mit echt ein paar Highlights. Dieser Kapelle, mit diesen ganzen Essensdingen hier unten und diesem Vorlesungssaal. Ja. Weißt du? Mhm. Ohne Scheiß jetzt. Ohne Scheiß jetzt. Ich hab Gänsehaut. Hä? Ich hab Gänsehaut. Ich auch. Hier lag nämlich ein Prospekt mit Tippzeitschrift. Ja. Und die hat man gesehen. Ist sie vom Wind vielleicht umgeweht? Das kann ja nicht. Wo soll der Wind hier reinkommen? Also entweder der Wind hat die umgedreht oder jemand hat die Brüste verdeckt. Ja, das ist so. Weil da liegt so eine Playboy-Zeitschrift.
Und die war gerade, als wir hier hoch sind, nicht umgedreht. Genau, die lag nicht so. So lag die. Hä? Komm her, lass. Alter, ich hab gerade so einen Schock gekriegt, als wir haben uns angeguckt, weil wir wussten, wir haben nicht drüber geredet. Nein. Aber wir wussten beide, die lag andersrum. Richtig. Wir haben beide genau das Gleiche. Okay, Leute, Abfahrt. Es ist Zeit zu gehen. Keine Ahnung, wer sich hier drin noch rumtreibt. Naja, die Graffitis sprechen zum Teil leider für sich. Aber ich würde sagen, an der Stelle haben sie auf jeden Fall sehr viel Spannendes gesehen. Also was ein seltsames Gebäude, oder? Ja, richtig. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, da waren auch überall ausgedrückte Zigaretten teilweise und Joints, dass hier einfach bestimmte Leute öfter chillen. Ja, klar. Aber es ist schon gruselig, wenn plötzlich die Zeitschrift andersrum liegt, als da, wo wir reingegangen sind. Vor allem wir beide haben das gesehen. Ja. Das ist ich wusste, dass du da vorher hingeguckt hast. Deswegen wusstest du, wie die Zeitschrift liegt. Leute, sehr, sehr spannende Location. Und ja, wenn zum Teil auch leider sehr, sehr viel Graffiti, sehr, sehr viel Vandalismus, super interessantes Bauwerk, kann man ja schon fast sagen. Also es ist ja echt schon irgendwie eine architektonische Meisterleistung. Von der Kapelle bis hin zu dieser ja, wirklich ungewöhnlichen Bauweise von dem kompletten Gebäude. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.